Radio Raufass. Das historische Datum. Das Kalenderblatt im Monat Dezember. 1.12.1946. Herstellung von Penicillin in Deutschland. Vor 70 Jahren. Penicillin war 1946 nicht irgendeine Arznei, sondern eine Sensation. 1946 begann man in Deutschland mit der Herstellung des bakterienfressenden Wundermittels. 6.12.1946. Atomuhr vorgestellt. Vor 70 Jahren. Am 6. Dezember 1946 stellte der US-amerikanische Physiker Willard F. Libby eine Atomuhr vor, die die Zeit so genau misst, dass sie in 300.000 Jahren maximal eine Sekunde nachgehen soll. Die Uhr definiert die Dauer von Sekunden mit Hilfe der Eigenschwingungen von Cäsiumatomen. 11.12.1946, UNICEF gegründet, vor 70 Jahren. Am 11. Dezember 1946 gründeten die Vereinten Nationen in New York das UN-Weltkinderhilfswerk UNICEF. Aufgabe der Organisation ist es, weltweit Kindern in Not zu helfen. Die ersten Hilfaktionen des Fonds galten Kindern im Nachkriegseuropa. 12.12.1901, Telegrafie über den Atlantik. Vor 115 Jahren. Am 12. Dezember 1901 gelang es dem italienischen Physiker Marconi, zum ersten Mal telegrafische Signale von England über den Atlantik bis nach Neufundland zu senden. Sein erfolgreicher Versuch legte die Grundlage für den weltweiten Funkverkehr. 20.12.1971. Ärzte ohne Grenzen. Vor 45 Jahren. Zu helfen und gleichzeitig auf Unrecht und Not öffentlich aufmerksam zu machen, ist das Ziel einer Gruppe französischer Ärzte, die am 20. Dezember 1971 die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen gründete. 24.12.1871, AIDA verspätet uraufgeführt, vor 145 Jahren. Am 24. Dezember 1871 hatte die Oper AIDA von Giuseppe Verdi in der Kairoer Oper Premiere. Das Werk war zur Eröffnung des Suezkanals bestellt worden, wurde aber nicht rechtzeitig fertig. Die Premiere fand deswegen mit fast zweijähriger Verspätung statt, was ihren Erfolg jedoch in keiner Weise schmälerte. 31.12.1946. Kardinal erlaubt Fringsen. Vor 70 Jahren. Die durch Bomben fast vollständig zerstörte Stadt Köln wurde im Winter 1946 von einer Kältewelle heimgesucht. Die Bürger der Stadt, die sich in den Ruinen notdürftig eingerichtet hatten, mussten um ihr Leben bangen. Viele Menschen erfroren. Der Erzbischof von Köln, Josef Kardinal Frings, legitimierte in seiner Silvesterpredigt den Diebstahl von Kohlen der Alliierten mit den Worten: Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der Einzelne wir nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat. Seit damals existiert das Wort Fringsen in der Kölner Umgangssprache als Synonym für moralisch vertretbaren Diebstahl aus Not. Das war das Kalenderblatt für den Monat Dezember mit Valentin Oeferle von Radio Rauchfass.